So, Harry mit der Realität heute am 18. Februar 2020. Aus aktuellem Anlass nicht vorne an der Strandpromenade, da weht der Wind. Das geht nur jetzt hier auch, wenn es windgeschützt ist. Wir fahren ganz langsam und werden die Sachen da ganz einfach besprechen. Wir sind hier am Casas Pepe in Playa de Ingles, oberhalb von der Anlage Santa Ana. So, was gibt's Neues? Die Zahlen, die Inzidenzzahlen, die schauen gut aus für die Kanarischen Inseln. Die sind weiter gefallen, das ist sehr positiv. Dann werden gefürchtet im Tourismussektor Massenentlassungen im Herbst. Das ist natürlich vorauszusehen. Die deutschen Reiseveranstalter sind optimistisch und sagen, dass in den Suchprofilen über 40% jetzt schon zu Ostern suchen und planen. Dann eine Nachricht aus Teneriffa, Strafe für Karnevalsparty. Und zwar ein Lokal hat eine Strafe bekommen von 20.000 Euro und muss 3 Monate schließen wegen dieser Party. Top-Ziele zu Ostern sind Teneriffa, Lanzarote und Gran Canaria. Laut wurde die Kritik an die Fluggesellschaften, die zum Beispiel die Tickets, die gekauft wurden, nicht zurückbezahlen, die Preise, sondern eben mit Gutscheinen arbeiten. Und das ist nicht so beliebt bei den Menschen, die da in Vorkasse gegangen sind. So, zu den Fragen, die da aufgekommen sind heute. Ja, und zwar die Videos, die 360-Grad-Videos, die sollte ich langsamer machen, das heißt nicht zu schnell fahren, das sehe ich auch ein, denn wenn ich langsam unterwegs bin oder einen Spaziergang, kann man sich auch besser umsehen. Nur dann wird es für den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ja, zu den Toilettenhäuschen, und jetzt kommen wir zum eigentlichen interessanten Thema, nicht die Häuschen. Sondern mit dem Mann, mit dem ich gesprochen habe, und da warten wir alle drauf. Also ich habe ihn gefragt, den Chef vom Strandordnungsdienst, wie man es auch immer bezeichnen mag, den kenne ich auch schon viele Jahre, habe einige Male mich mit ihm unterhalten und ihn gefragt, wann kommen Liegen und wann kommen die Schirme. Und da hat er gesagt, ganz einfach, wenn die Touristen wieder kommen. Wann werden die Buden aufgemacht, die jetzt stehen? Die ganz eindeutige Antwort, wenn die Touristen wieder kommen. Also kein exaktes Datum, sondern alles noch irgendwie ja, in den Sternen. Und dann sagt er, naja, zu mir im Abschluss, wenn alle geimpft sind, dann werden sie auch alle wieder kommen. Das war seine Aussage, die lassen wir mal so im Raum stehen. Ja, und da die Häuschen, die sie da weggefahren haben, ich habe ihn dann auch gefragt, sagen wir, wie lange stehen die eigentlich schon? Naja, er sagte, also, er weiß auch nicht genau, aber so 15 Jahre haben die da also rumgestanden. So, und die sind nur weg. Ja, wir fahren jetzt hier Richtung Tirajana, Avenida Tirajana am Apartmenthaus vorbei im Tinache. Da hat der Rüdiger sein Restaurant, sein bekanntes. Wir haben darüber berichtet. Immer gut essen, Rüdiger. Hier. Im Rainbow Restaurant und Theater. Im Moment kein Theater, sondern nur Restaurant. So, wir fahren hier dazwischen am Las Camellias vorbei. Was sind noch für Fragen gekommen? Ah, ob ich die Bebensee kenne? Ja, kenne ich vom Sehen her, aber nicht persönlich. Und ich habe auch keine Information, was und was die da machen im Moment, das weiß ich nicht. Ja, zu den Moskitos vielleicht noch. Die sind tatsächlich weniger geworden, viel weniger würde ich sagen. Ohne den Tag vor dem Abend zu loben. Kalima ist immer noch, der Wind hat zugenommen wie angekündigt.
Also wir sind dann noch nicht durch, angeblich hört es morgen auf. So, und mit dieser kleinen Rundreise verabschiede ich mich dann jetzt und sage bis morgen zum aktuellen Wettergeschehen und sage hasta mañana.